Hallo zusammen und willkommen. Mit fortschreitendem Alter zeigen sich erste Fältchen. Auch der Hals bildet da keine Ausnahme. Ganz im Gegenteil. Wie aber kommt es zu den Falten am Hals? Neben den feinen Fältchen prägen sich mit der Zeit tiefere vertikale Falten aus. Eventuell hängt die Haut unter dem Kinn schlaff herunter. Dies ist auch bekannt als Turkey Neck wegen der Ähnlichkeit zur Halspartie von Truthähnen. Hauptgrund für die Faltenbildung ist eine unzureichende Flüssigkeit. Trinkt man zu wenig, zeigt sich das natürlich im Hautbild. Im Alter aber verlieren die Hautzellen ihre Fähigkeit, Flüssigkeit zu speichern. Hinzu kommt genetische Veranlagung, ungünstige Einflüsse wie zu viel Sonne, eine ungesunde Ernährung, Alkohol und Rauchen oder zu schnelle Gewichtsabnahme. Speziell im Hals kommt hinzu, dass die Haut sehr dünn ist, wenig Fettgewebe aufweist und die ständige Bewegung des Kopfes das Bindegewebe lockert. Eine seitliche Schlafposition begünstigt den Turkey Neck ebenfalls. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Wie aber nun wird man Falten wieder los? Viel trinken ist natürlich ein guter Anfang. Es gibt aber auch einige Hausmittel, die von außen Flüssigkeit zuführen, die Durchblutung fördern oder gar die Muskeln für mehr Spannkraft trainieren. Ein paar davon stellen wir dir in unserem heutigen Video vor. Nummer 1 Ölwickel. Für einen Ölwickel wird ein dünnes Tuch mit einem Pflanzenöl wie zum Beispiel Oliven, Rosen, Argan, Weizenkeim oder Sonnenblumenöl bestrichen und 15 bis 60 Minuten um den Hals gewickelt. Nummer 2 Masken. Für eine Maske, die gleich vielfach gegen Falten wirkt, ein Eigelb, 2 Teelöffel Apfelessig, einen halben Teelöffel Kurkuma und 3 Tropfen Vitamin E gut vermischen. Ein kleines Handtuch in warmes Wasser tauchen und die Haut ordentlich abreiben. Die Maske wiederholt vom Halsansatz zum Kinn in die Haut streichen. Nach 30 Minuten dann abwaschen. Das Ei fügt der Haut wertvolle Fettsäuren und Vitamine hinzu. Der Apfelessig wirkt hautstraffend, führt dazu, dass sich die Poren zusammenziehen und fördert die Durchblutung. Kurkuma wirkt ebenfalls durchblutungsfördernd sowie abschwellend und antibakteriell. Eine schnelle Hautmaske lässt sich zum Beispiel aus feuchtigkeitsspendendem Joghurt und entzündungshemmenden Honig zusammenrühren. Nummer 3 Massagen, zum Beispiel mit Eiswürfeln. Dazu mit den Fingerknöcheln in kurzen Strichen kräftig vom Halsansatz zum Kinn hinaufstreichen. Dies fördert die Durchblutung. Wird hierzu ein Eiswürfel verwendet, zieht sich die Haut unter der Kälte zusammen und wirkt augenblicklich straffer. Nummer 4 Gesichtsyoga. Gesichtsyoga erfreut sich wachsender Beliebtheit. Es stärkt die Muskeln in Hals und Gesicht, was einem erschlaffen und absackender Haut entgegenwirkt. Speziell gegen Falten am Hals helfen einige einfache Übungen, etwa den Kopf mehrfach langsam über die Brust von einer Schulter zur anderen rollen zu lassen. Über jede Schulter so weit wie möglich nach hinten sehen und die Spannung einige Zeit halten. Das Ohr zur Schulter derselben Seite bringen und die Spannung halten. Sehr wirksam ist es auch, mit einer oder überkreuzten Händen Druck auf den Halsansatz auszuüben. Den Mund öffnen, die Zunge herausstrecken und den Kopf in den Nacken legen. Die Spannungen auch hier wieder einige Sekunden halten und dann langsam lösen. Die Seiten des Halses kann man ähnlich trainieren, indem man Druck auf den seitlichen Halsansatz ausübt, den Kopf zur gegenüberliegenden Schulter dreht und dabei leicht in den Nacken legt. Das macht man so lange, bis man die Spannung spürt. Neben der äußerlichen Bekämpfung von Falten kann man natürlich auch den Körper innerlich bei der Feuchtigkeitsbindung unterstützen. Dazu regelmäßig einen Teelöffel Kieselerde in Wasser auflösen und trinken. Für eine tiefergreifende Veränderung stehen daneben professionelle Behandlungen wie Hyaluronsäurefiller, Fadenlifting oder eine Anregung des hauteigenen Kollagens durch Kälte oder Wärme und der Verwendung von Radiowellen oder eine Öltherapie zur Auswahl. Die radikalsten Ergebnisse erzielt man natürlich mit operativem Halslifting. Man sollte sich dabei aber bewusst machen, dass es sich hierbei um eine regelrechte Operation mit all ihren Risiken handelt. Speziell gegen das Phänomen Turkey Neck kann die kalte Lipolyse, auch bekannt als Fettabsaugung, angewendet werden. Bei dieser werden durch einen Kälteschock die Fettzellen zerstört, das auslaufende Fett wird vom Stoffwechsel abgebaut, neues Fett kann sich nicht einlagern, da die Zellen zerstört wurden.
Wer allerdings regelmäßig möglichst mehrfach die Woche auf die eben genannten Tipps und ähnliche Hausmittel setzt, wird schon bald eine anhaltende Verbesserung der Haut feststellen, ganz ohne Kosten und Risiken. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.